Ausprägung eines verstauchten Sprunggelenkes, das längere Zeit eben Probleme macht, und dafür gibt es eine Unterstützung im Sprunggelenkbereich. Als erstes werden so circa 40 cm lange Tapes geschnitten, abgerundet und übereinander gelegt, und die Mitte wird markiert. Dann wird das Papier in der Mitte auseinandergerissen und das Tape sozusagen zur Darstellung gebracht in der Mitte. Das Tape wird jetzt auf einer weichen Unterlage positioniert und der Patient steigt genau auf dem Tape drauf in der Höhe des Knöchels. Nun wird das eine Tapeende nach oben gezogen bis zum Knöchel, und oberhalb des Knöchels wird der Rest des Tapes spannungsfrei geklebt. Die andere Seite wird genauso verfahren, hochgezogen, oberhalb des Knöchels spannungsfrei geklebt. Der nächste Streifen macht eine Achtertour sozusagen. Der Beginn ist identisch mit dem U-förmigen Tape. Hier wird das Tape auseinandergezogen. Das Tape auseinander. Nun wird der Fuß wieder auf den Boden gelegt. Nun wird die eine Seite des Tapes gezogen und in einer 45-gradigen Neigung über dem Gelenk gelegt. Das Ende ist spannungsfrei. Wunderbar. Und vice versa wird auch die eine Seite über dem Tape draufgegeben, überlappend. Wunderbar. Damit ist in der Neutralposition das Sprunggelenk geschützt und kann für weitere Therapien beziehungsweise für das Gehen eine nützliche Ergänzung sein. Dankeschön. Bei dieser Übung geht es darum, das Sprunggelenk wieder beweglicher zu machen beziehungsweise die Belastbarkeit zu steigern. Bitte stellen Sie einmal Ihr rechtes Bein hier auf die Handtuchrolle, sodass Ihre Ferse noch am Boden liegt. Und nun versuchen Sie eine Gewichtsverlagerung, indem Sie die hintere Ferse lösen und das ganze Körpergewicht auf die betroffene Seite verlagern. Wiederholen Sie diese Bewegung einige Male.